Geliebte Schwester, die Welt soll dich nicht vergessen. Deinen Körper haben sie verbrannt auf Melaten. Doch deinen Mut und deine Aufrichtigkeit haben sie nicht bekommen. Oh, sie werden alle in der Hölle schmoren für ihre Taten. Gefoltert und geschunden haben sie dich ein ums andere Mal. Und doch bist du standhaft geblieben. Wie leicht hättest du den Qualen mit einem erfundenen Geständnis ein Ende bereiten können. Ja, ich, die Katharina Henoth, bin eine Hexe. Alles, was über mich gesagt wird, ist wahr. Ich bin tatsächlich mit dem Teufel im Bunde und habe Krankheit und Tod mit meinen Zaubersprüchen verbreitet. Doch nichts davon hast du gesagt. Denn es wären Lügen. Nichts als Lügen. Der Mann, der diese Worte ausspricht, heißt Hartgar Henoth. Vermutlich haben Sie diesen Namen noch nie gehört. Zugegeben, ein ungewöhnlicher Name. Doch vor 400 Jahren, in den 1620ern, kennt ihn in Köln fast jedes Kind. Kein Wunder, denn Hartgar und seine Schwester Katharina haben eine sagenhafte Karriere in der Stadt vorzuweisen. Der Vater der beiden genießt als Postmeister einen guten Ruf. Die Familie hat, wie man so sagt, Beziehungen bis nach ganz oben. Nun bin ich all die Jahre Domherr gewesen. Gläubig und standhaft. Habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen. Ein hoch angesehenes Mitglied der Kölner Gesellschaft. Das Leben hatte es so gut gemeint. Gott hatte es so gut gemeint mit uns. Doch all diese Neider, verdammt sollen sie sein. Nach dem Tod unseres geliebten Herrn Vaters konnten es die Menschen nicht ertragen, dass du, geliebte Schwester, bildhübsche Katharina, den Posten von ihm als Vertreterin der Reichspost erbtest. Eine Frau soll die Geschicke der Post an höchster Position leiten? Haben sie gerufen und vor vorgehaltener Hand getuschelt. Es ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und beim Ableben des Vaters kann nur der Teufel mit im Spiel gewesen sein, haben sie geflüstert. Jemand will gesehen haben, wie sie des Nachts in den Gassen der Vorstadt umherstreifte, angeblich seltsame Dinge murmelnd. Meine Katharina? Vor wenigen Tagen erst wurde sie in der Nähe des Klara-Klosters gesichtet. Natürlich. Jetzt haben sich dort Raupen breit gemacht und beinahe das ganze Gemüse befallen. Welch böse Verleumdung von dem alten, garstigen Weib, das sie dort gesehen haben soll. Eine gottesfürchtige Nonne soll sie sein? Wahrscheinlich hat sie selbst die gefräßigen Raupen ausgesetzt. Dann sah ich, das Lamm öffnete das erste der sieben Siegel. Und ich hörte das erste der vier Lebewesen wie mit Donnerstimme rufen, komm! Mögen die apokalyptischen Reiter euch und eure Familien heimsuchen, so wie ihr meine Schwester heimgesucht habt. Denn trotz mehrfacher, scharfer Verhöre konnten eure Folterknechte ihr kein Geständnis entlocken. Einen Strafverteidiger, den wir verlangten, habt ihr abgelehnt. Auch habt ihr sie nicht auf Kaution freigelassen und mein Flehen und meine Fürsprache habt ihr unerhört gelassen. Erwürgt habt ihr sie. Auf dem Scheiterhaufen verbrannt und dann in ungeweihter Erde verscharrt habt ihr sie. Meine arme Katharina. Nun knie ich vor dem offenen Grabe. Meine Tage sind gezählt. Und bald werde ich meinem barmherzigen Schöpfer entgegentreten. Ihr seid der letzte Nagel zu meinem Sarg. Ich habe ein reines Gewissen. Aber euch werden Krankheit, Hunger, Zwietracht, Krieg, Elend und Tod einholen. Euch, die Lügner unter den Mitren und den Pillei, ihr, die ihr eure Häupter mit einer Krone oder Tiara schmückt und schwere Ringe an den Fingern tragt, die ihr euch küssen lasst. Am 19. Mai des Jahres 1627 wird Katharina Henoth zuerst erwürgt und anschließend auf dem Scheiterhaufen als Hexe verbrannt. Bereits am nächsten Tag wird ihr Nachfolger als Reichspostmeister in Köln vom Rat der Stadt bekannt gegeben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ihr Bruder versucht bis zuletzt, den Rat der Stadt von der Unschuld seiner Schwester zu überzeugen und macht sich in den Augen vieler damit äußerst verdächtig. Denn wer eine Hexe und ihre dunklen Machenschaften verteidigt, bewegt sich auf sehr dünnem Eis. Dabei gibt es doch so viele offene Fragen.
Warum hat der Rat der Stadt den Prozess in Rekordzeit und ohne Zeugen abgewickelt? Wieso wurde seine Schwester ohne Geständnis als Hexe hingerichtet? Vieles deutet darauf hin, dass die Hinrichtung von oberster Stelle gebilligt wurde. Doch das Offensichtliche auszusprechen, käme einem Todesurteil gleich. Hartker Henoth entscheidet sich für eine deutlich ungefährlichere Variante. Das Unrecht soll für alle Zeiten auf einem Gemälde festgehalten werden. Er überlässt es Gott, die Mörder ihrer gerechten Strafe zukommen zu lassen. Sei ohne Sorge, Hartker. Der Tag wird kommen, an dem vom Himmel die Posaunen der Engel das Ende der Welt verkünden. Das jüngste Gericht. Wenn die Reiter der Apokalypse auf die Erde niederfahren, um alle Sünder unter sich zu zermalmen. Ob König oder Kaiser, Bettler oder Kirchenmann. Wenn das Weltenende kommt, werden sie alle gerichtet. Und tatsächlich gerät der Fall der Katharina Henoth nicht in Vergessenheit. Auch wenn sie nur eines der rund 25.000 Opfer der Hexenverfolgung in Deutschland ist. Die meisten Hingerichteten sind Frauen. Allein in Köln werden 37 Menschen wegen Hexerei verbrannt. Zuerst trifft es vor allem die untersten Schichten, die Außenseiter der Gesellschaft, später dann auch adelige Frauen wie Katharina Henoth. Erst im Jahr 2012 wird ihre Hinrichtung vom Rat der Stadt Köln als Unrecht bezeichnet. Auf Antrag ihrer NachfahrInnen werden alle Opfer der Hexenverfolgung begnadigt. Fast 400 Jahre nachdem in Köln die Scheiterhaufen erbarmungslos brannten.